Hallo! Also ich bin jetzt gerade in Toulouse angekommen und versuche meinen ersten Punkt von meiner Reise zu finden, und zwar diese Basilique Saint-Cyrano. Also gehe ich jetzt nochmal hin. Es ist 18.30 Uhr, ich bin zu spät, um meine Kompostlampe zu holen. Hallo meine Lieben, ich grüße euch herzlich aus Toulouse. Heute ist der erste Tag meines langersehnten Jakobsweges, den ich schon ein Jahr lang plane und mich schon lange darauf gefreut habe, und endlich ist es soweit. Es ist 8:30 Uhr, ich bin gerade in Toulouse, ich bin hier heute aus Basel angereist und freue mich extrem auf die folgenden 45 Tage, in denen ich gerne nach Santiago de Compostela und dann gerne auch ans Ende der Welt nach Istre reisen möchte. Mal schauen, ob das gelingt und ob das Ende gut ist, weil ich hatte nämlich nicht so einen guten Anfang, und zwar nämlich am Flughafen hat mich die Dame am Schalter, wo ich mein Gepäck abgegeben habe, ja noch gefragt, ob ich was Gefährliches in meinem Gepäck hatte, und ihr hat nicht so gefallen, dass ich da eine Ladestation für mein Handy habe, weil sie meinte, ja, das ist gefährlich, und obwohl das eigentlich nicht auf der Liste der gefährlichen Dinge stand, hat sie darauf bestanden, ja, das sei gefährlich, weil es explodieren kann und so und bla bla bla. Und ja, ich habe dann gesagt, also sie hat mich gebeten, dass ich das Ding ins meine Handgepäck reinnehmen soll. Da ich aber keins habe, weil ja nur ein Rucksack, habe ich gesagt, dass das nicht geht, dass es dort bleiben muss, und es steht ja auch nicht an der Liste. In der Liste an der gefährlichen Dinge. Also habe ich gesagt, nein, ich lasse es dort. Darauf ist sie wirklich dann irgendwie, ja, hat ihr nicht gefallen, und sie meinte dann gereizt, dass wenn ich es nicht rausnehme, dass ich dann nicht mitfliege mit diesem Flugzeug. So, und dann wurde ich dann aber auch wirklich sauer und habe ihr das auch gesagt. Das ist echt sauer. Ich habe mir dann einfach gedacht, so Mädchen, jetzt hast du dich definitiv mit der Falschen angelegt. Ich lasse mir sowas nicht gefallen und habe sie dann gebeten, dass sie ihren Vorgesetzten anruft. Dass sie gesehen hat, dass ich nicht weggehe, bevor sie das gemacht hat, hat sie mit ihm gesprochen. Der hat ja auch bestätigt, dass es erlaubt ist, und danach war sie auch ganz zahm. Ja. Ja, so hat meine Reise angefangen. Also ich durfte dann mein Gepäck abgeben, habe dann auch fliegen dürfen. Das war noch ganz lustig. Aber ich bin gut in Toulouse angekommen, der Flug war gut, das Wetter ist schön. Also hier scheint immer noch die Sonne. Ich bin um sechs bin ich am Flughafen angekommen, halb sieben war ich im Zentrum der Stadt und wollte noch einen Ort finden, wo ich meine Compostela kaufen kann. Die Compostela ist ein Dokument, in welchem ich in jeder Station, wo ich hinkomme, einen Stempel bekomme, dass ich da war, als Beweis, dass ich den Jakobsweg gemacht habe. Nur leider kam ich zu spät, weil die hatten schon geschlossen, die haben nur bis 18 offen. Und dann habe ich aber noch ein anderes Reisezentrum gefunden, wo die Compostelas verkauft werden, aber leider kam ich auch da 2 Minuten zu spät. Das heißt, ich habe die Compostela heute nicht kaufen können. Ich brauche sie aber definitiv, denn ich will in Toulouse meinen ersten Stempel bekommen. Das heißt, ich muss hier bis morgen warten. Das Blöde ist, und die Compostela kann ich auch keine Herberge in Angriff nehmen. Also ich bekomme sie nicht, weil man da nur mit dieser Compostela reinkommt. Also musste ich mir heute noch ein Hotel nehmen, was ein bisschen teurer ist, aber ja gut. Aber dann kann ich zumindest heute noch gut schlafen. Das ist der Vorteil davon.
Und das Blöde ist einfach, dass sie morgen erst um 10 aufmachen. Da wollte ich schon eigentlich längst auf dem Weg sein. Aber ja, lässt sich nichts machen. Ich muss ein bisschen später starten und hoffe, dass ich dann die Zeit einfach aufholen kann. Ja, also was ich heute aber noch machen muss, definitiv, ist den Weg schauen, weil eigentlich führt der Weg nach Compostela ja so, dass man auf dem Boden Muscheln findet, die als Markgradinen. Die habe ich aber hier in Toulouse leider nicht gefunden und ich bin heute insgesamt 7 Kilometer gelaufen, bis ich diese Kirche und dieses touristische Center gefunden habe. Und ich habe keine einzige Muschel gesehen, also das muss ich heute definitiv schauen. Jo. Ich habe heute noch geduscht und meine Sachen noch gewaschen. Ich muss ja jeden Tag waschen, da ich so wenige Sachen habe. Und dann werde ich mir eventuell später noch das Nachtleben von Toulouse anschauen, wenn ich schon mal hier bin und die Zeit dazu habe, die Stadt anzuschauen. Will aber definitiv nicht allzu spät schlafen gehen, da ich ja morgen fit sein will. Ich will täglich so um die 30 Kilometer laufen. Mal schauen, wie ich das schaffe, weil die meisten laufen so um die 20, 25. Ach ja. Mal schauen. Also, ja. Heute habe ich noch nicht viel zu erzählen. Ich bin ja heute auch noch nicht viel gelaufen. Nur 7 Kilometer so als Anfang für meine Füße, damit sie sich ein bisschen gewöhnen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es morgen läuft. Also, dann melde ich mich mal morgen. Also, ich habe jetzt Wifi. Ich werde versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Je nach Verfügbarkeit von Wifi, weil ich gehe aufs Land relativ. Werde ich eventuell vielleicht den zweiten oder dritten Tag Videos hochladen, je nachdem, wie ich verfügbar ist. Also, das wäre für heute alles. Dann sehen wir uns gleich morgen. Tschüss!